Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Heute habe ich wieder eine Anleitung für eine kleine Geschenkverpackung für euch mitgebracht, und zwar diese hier. Ich nenne sie Verpackung mit Klickdeckel. Warum? Wenn ich sie hier öffne und schließe, dann klickt das hier. Ich weiß nicht, ob das hier die Kamera einfängt. Dann klickt das Ganze so ein bisschen. Und zwar, diese Lasche hält unseren Deckel zu, dass der nicht aufgeht. Ja, durch diese Klapplasche hier vorne geht also mein Deckel nicht auf. Der hält schön zu. Ich brauche also kein Schleifenband. Und das finde ich faszinierend und das möchte ich gerne mit euch basteln. Ich habe das in einer Verpackung gesehen und habe dann einfach diese Verpackung nachgebastelt. Das waren Wattestäbchen übrigens und ich fand das echt ganz toll und deswegen, ja, habe ich gedacht, da kann man auch eine schöne Geschenkverpackung draus machen. Bei meinem Prototyp hier habe ich allerdings den Deckel ein bisschen zu knapp gemacht. Ihr seht es hier, da wälzt sich die Verpackung. Die Verpackung, die wir jetzt machen, machen wir einfach 1-2 mm größer, sodass das hier nicht ganz so straff ist. Genau, die Größe der Verpackung ist ganz ordentlich, also da passt wirklich ordentlich was rein. Wir haben hier 10 cm auf 7,5 und die Höhe ist 5 cm, also da könnt ihr schon was reinpacken. Gearbeitet habe ich hier mit der schönen Produktlinie Wunderschöne Werke. Und zwar findet ihr die im Jahreskatalog. Jetzt weiß ich wieder die Seite nicht, weil ich bin heute wieder schlecht vorbereitet. Lasst mich mal kurz gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Natürlich nicht. Na gut, ihr findet es im Jahreskatalog. Ich verlinke euch das alles unter dem Video. Das ist eine wunderschöne Produktreihe mit dem Stempelset und den Stanzformen. Ich mag diese Stempel hier sehr, sehr gerne, weil man hier schöne Hintergründe machen kann. Und Zweige gehen sowieso immer gut. Die könnt ihr hier auch ausstanzen. Ihr könnt hier auch schöne Abreißkanten damit machen und habt auch ein schönes Etikett dabei. Also hier geht es um, ja, abgerissene Papiere, was eigentlich ganz toll ist, gerade für Scrappen oder auch für Karten. Total schön. Und da gibt es eben auch dieses schöne Designerpapier, Meisterhafte Werke. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf diese ganz kräftigen, bunten Farben, aber hier sind wirklich ein paar schöne Motive dabei. Das zum Beispiel finde ich ganz toll. Oder auch hier schönes Motiv. Auf den Rückseiten haben wir so ein paar Zweige auch. Hier mit diesen Blumen, das ist natürlich auch mega schön. Und ich habe hier mit diesem Papier gearbeitet. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schick für die Verpackung. Und hier habt ihr so abgerissene Papiere. Also es ist eine schöne Sache. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Was ihr dazu alles braucht, findet ihr auf meiner Homepage. Ich habe das nochmal hier unter dem Video verlinkt. Und da habe ich euch nochmal genau die Maße aufgeschrieben und habe euch dort auch die Produkte verlinkt. Da könnt ihr einfach nochmal nachschauen. So, wir brauchen einen grundweißen Farbkarton. Ich empfehle euch, extra starken Farbkarton zu verwenden, weil dann hat die Box einfach schön Stabilität. Wir brauchen einen Farbkarton in 29,2 x 20 cm. Das heißt, wir nehmen uns einen A4-Bogen, schneiden den an der langen Seite auf 29,2 zu. Na? 29,2 und die kurze Seite kürzen wir auf 20 cm. Den Streifen könnt ihr bitte aufheben, nachher für das Etikett brauchen wir den. So, jetzt wird gefalzt. Wir beginnen an der langen Seite bei 2 cm. Dann geht es weiter bei 9,7.14,7, 22,2, 27,2. Jetzt macht ihr euch bitte hier links mit Bleistift ein Kreuz hin. Nur für später. Auf die linke Seite. So, und jetzt drehen wir auf die kurze Seite.
Falzen einmal bei 5 cm und dann einmal bei 15. So. Die Seite mit dem Kreuz, bei der beginnen wir zuerst. Das wird nämlich unser Deckel. Ich mache das extra deshalb, weil ich habe nämlich diese Seiten schon mal vertauscht und dann konnte ich das Ganze wegschmeißen. Deswegen als Tipp für euch, da wo wir angefangen haben, wo hier haben wir die 2 cm und dann die 9,7, da macht ihr euch ein Kreuz rein. Auf der anderen Seite habt ihr nämlich hier ein kürzeres Teil und das wird nämlich das Teil hier mit dieser Klappe. So, und damit wir die Seiten nicht verwechseln, ne, ihr seht schon, die linke Seite ist die große Seite mit dem Deckel und die andere Seite ist dann hier die kurze Seite mit diesem Kleppmechanismus. Wir fangen jetzt hier an der linken Seite an, wo wir unser Kreuz hingemacht haben, wo als zweites das große Feld kommt. So, und zwar schneiden wir als allererstes einmal, nee, wir müssen erst noch was abmessen. Entschuldigt bitte. Also auf der Seite, wo das Kreuz ist, nehmt ihr jetzt an der ersten Querfalzlinie, an der Ecke, wo die erste Senkrechtlinie ist, legt ihr euer Lineal an und macht euch auf der ersten Querfalzlinie bei 2 cm eine Markierung. Dann rutscht ihr eine Querfalzlinie weiter nach oben und macht dasselbe auch, wieder bei 2 cm von links. Diese beiden Punkte verbindet ihr jetzt mit einem Bleistiftstrich miteinander. Dasselbe machen wir auf der linken Seite an der ersten Querfalz, abgemessen von der Ecke, wo die erste Senkrechtfalz hochgeht, 2 cm und bei der zweiten Querfalz ebenso. Und die beiden wieder miteinander verbinden. Die brauchen wir jetzt als Hilfslinie, weil das werden hier diese Seiten vom Deckel. So, weiter geht's. Wir schneiden. Und zwar einmal fangt ihr hier am Rand an, genau in der Höhe, wo unser Bleistiftlinie ist, schneiden wir jetzt hoch bis zur zweiten Querfalz. Schön auf der Bleistiftlinie entlang, bis zur zweiten Querfalz, bis dahin, wo unser Bleistift endet. Dann gehen wir hier zu der eigentlichen ersten Senkrechtfalz, schneiden einmal hoch bis zur ersten Querfalz und das wird eine kleine Klebelasche. Die schrägen wir ein. So, und das Teil hier schneiden wir einfach an der ersten, an der zweiten Senkrechtfalz hier von der langen Seite aus gesehen einmal ab, bis ganz hoch zu dieser ersten Querfalz. So, dann sieht es so aus. Das Ganze lassen wir, da müssen wir später noch die Schräge machen. Jetzt klappt ihr das einmal nach hinten und jetzt schneiden wir an der Senkrechtfalz weiter bis zur nächsten Querfalz, einmal nach oben. Und zwar schneidet ihr hier links von eurer Falzlinie, schneidet nämlich die Falzlinie mit raus, aber schneidet schön gerade, weil das werden die Seitenteile. So, und dieses Teil hier können wir uns einkürzen, und zwar 1 cm nach dieser Querfalz schneidet ihr euch das hier ab. Und das Ganze wird eine Klebelasche, die könnt ihr euch hier einschrägen. So, genau. Jetzt sieht die Seite so aus. Den Rest oben machen wir dann von der anderen Seite aus gesehen. Jetzt machen wir das Gleiche hier drüben auf der linken Seite. Ihr schneidet auf der Höhe unserer Bleistiftlinie nach oben bis zur zweiten Querfalz das Ganze ein. Schön gerade schneiden. Das ist wichtig, weil das wird nachher die Seite vom Deckel. Dann schneidet ihr hier unten an der ersten Senkrechtfalz einmal nach oben. Das wird unsere Klebelasche. So, das hier vorne lassen wir noch gerade, weil das wird ja der Deckel vorne. Dann könnt ihr das hier wieder an der ersten, an der zweiten Senkrechtfalz an der langen Seite abschneiden. Und zwar bis hoch zur ersten Querfalz. Dann fällt das hier eigentlich ab, wenn man ordentlich geschnitten hat. So, das knicken wir wieder nach hinten. Und jetzt schneidet ihr hier weiter an der Senkrechtfalz schön gerade nach oben bis zur nächsten Querfalz.
So, und das kürzen wir wieder. 1 Zentimeter bleibt stehen und das wird eingeschrägt. Das wird die Klebelasche. Wenn ihr nicht klargekommen seid, ihr könnt jederzeit das Video zurückspulen und nochmal gucken, wo, wie, was funktioniert. So sieht es diese Seite aus und das ist die Seite mit unserem Deckel, da ist unser Kreuzchen dran. Okay? Jetzt drehen wir es auf die andere kurze Seite und jetzt müssen wir natürlich auch hier noch einschneiden. Und zwar, die erste Senkrechtfalz schneiden wir bis hoch zur zweiten Querfalz. Einmal schön gerade ein, schneidet am besten links von der Falzlinie schön gerade und das Ganze kürzen wir uns jetzt hier wieder auf 1 Zentimeter. Na. Und das wird wieder eine Klebelasche. So. Auf der linken Seite machen wir das Gleiche. Wir schneiden wieder gerade nach oben bis zur zweiten Querfalz. Und das Stück kürzen wir wieder und lassen nur 1 Zentimeter ungefähr stehen oder 1,5, je nachdem, wie ihr eure Klebelaschen gerne habt. Und schrägen das wieder ein. So. Jetzt lassen wir das Papier gleich so vor uns liegen. Vor uns liegt die Seite, wo kein Kreuz ist. Und hier ist diese kürzere Seite. Hier habt ihr einmal diese Falz von 2 cm und dann kommt hier ein kürzeres Teil. Und das wird hier innen dieser Klickverschluss. Und den verzieren wir uns jetzt mit, wenn ihr habt, dieser Trio-Stanze, mit diesem Eckenstanze. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch einfach nur die Ecken abrunden. So, und dazu schiebe ich mir das jetzt hier hinein. Ich klicke das mal hier um, da komme ich einfacher ran. Da solltet ihr wirklich darauf achten, dass euer Papier hier an diesen beiden Kanten ordentlich anlegt, damit ihr auch eine schöne Ecke rausbekommt. Auf der anderen Seite das Gleiche. Also das muss wirklich ordentlich da drinnen liegen. Oh, entschuldigt bitte, ich komme immer zu an die Kamera. Sorry. Also schön an diesen Kanten muss das anliegen, damit es auch schön ausgestanzt wird. Und dann habt ihr hier diese schöne Kante. So, jetzt drehen wir es auf die andere Seite, wo das größere Stück ist, wo unser Kreuzchen ist. Und jetzt müssen wir diese beiden Seiten noch einschrägen. Dazu macht ihr Folgendes. Ihr nehmt euch wieder das Lineal. Hier haben wir ja die Klebelaschen und von der rechten unteren Ecke oberhalb der Klebelasche schräg hoch in diesem Rechteck macht ihr euch jetzt eine Linie, weil das wird jetzt hier abgeschrägt. Könnt ihr das sehen? Ja, von unten rechts, also von der Klebelasche aus, bleibt hier ein breiter Streifen stehen und der wird nach hinten abgeschrägt. Dasselbe hier drüben, nur natürlich in die andere Richtung. Von der linken Ecke unsere Klebelasche hier hoch zur Seite. Und das können wir jetzt abschneiden. Schneidet hier aber schön gerade und ordentlich, weil das wird die Kante am Deckel, ich zeige es euch gleich nochmal, die man dann hier seitlich sieht, ja, dass ihr hier eine schöne Schräge bekommt. Okay, das ist wichtig. Auf der anderen Seite auch schön abschneiden. Dass ihr eine schöne Abschlusskante bekommt. So, und dann könnt ihr das, die Reste hier wegradieren. Könnt euer Bleistiftkreuzchen jetzt auch wegradieren. Und dann haben wir unsere Box auch schon fertig. Jetzt können wir das Ganze alles nachfalzen. Ihr falzt das alles wie gewohnt, nur eine Falzlinie falzt ihr genau in die andere Richtung, die zeige ich euch gleich. Und zwar ist das diese Falzlinie, wo unser verzierter Klickverschluss vorne ist. Also bis jetzt falzen wir alles noch in die gewohnte gleiche Richtung. So, also immer so nach innen. Und diese Kante hier vorne, die falzen wir genau in die andere Richtung, nämlich nach außen. Weil das wird ja hier vorne diese Klick und die muss ja nach außen stehen. So.
Und jetzt die Seiten natürlich auch ganz normal falzen, wie ihr das schon gewohnt seid. So und so. Also da wirklich gut falzen. So, und dann können wir, bevor wir die Verpackung jetzt zusammenkleben, einmal verzieren. Das hier ist ja unser Deckel. Dafür brauchen wir ein großes Stückchen Designerpapier. Und zwar ist es das, was hier oben drauf kommt. Ich zeige euch, wie ich meins zugeschnitten habe, damit ich hier dieses Muster so hinbekomme, wie ihr es hier seht. Ich habe ja hier dieses Streifenmuster und hier oben den Deckel, dieses zweifarbige. Einzigster Wehmutstropfen ist, ihr habt ein bisschen Verschnitt. Aber das nehme ich hier gerne in Kauf, weil das so ein schönes Papier ist. Ich nehme mal das Papier raus und zwar, ich erkläre es euch, ich habe mir das Papier einmal in der Mitte durchgeschnitten auf 6 Inch. Ja, das Papier ist ja normalerweise so, dass hier drüben das gleiche spiegelverkehrt nochmal ist. Dann habe ich es mir bei 6 Inch abgeschnitten und so habe ich dieses Motiv. Und jetzt kann ich das nämlich hier verarbeiten. Das sind meine Reste von der anderen Verpackung. Und zwar brauche ich jetzt hier für meinen Deckel, brauche ich hier einmal 9,5 cm und in der Höhe brauche ich 7,2 cm. Ja, also 7,2 hoch und in der Breite 9,5. Und damit ich hier dieses Motiv bekomme, zeige ich euch jetzt, wie ich das zugeschnitten habe. Ja? Und zwar brauche ich mein Motiv ja eher hier so aus der Mitte heraus. Ja? Das heißt, ich schneide jetzt erstmal diese Breite hier zu und das ist ja, die sind ja die 9,5 cm. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier 9,5 cm ab. So. Und jetzt will ich das hier so mittig haben. Das heißt also, ich schneide mir das jetzt hier. Ich brauche ja eine Höhe von 7,2. Wenn ich das bei 7,2 anlege, habe ich das hier. Ich gebe jetzt hier einfach mal 1,8 cm dazu, beziehungsweise mache ich es mal bei 9 cm. Dann habe ich hier diese schöne Blumenkante. Also ich habe diese Blüte hier mit drauf. Ich schneide es jetzt hier bei 9 ab. Das kann ich nachher für die Seite nehmen. Und drehe mir das jetzt wieder rum auf die andere Seite und lege es jetzt hier mit meiner Blütenseite bei 7,2 an. Und dann habe ich nämlich auch die richtige Höhe, die ich brauche. Und da habe ich jetzt einen Denkfehler? Nö, passt. Genau. Und jetzt habe ich hier mein Motiv, so wie ich es auf dem Deckel haben möchte. Ja, ich habe da etwas Verschnitt. Ja, das ist mein Verschnitt. Aber ich kann das hier schön für die Seitenteile verwenden. Ne? Für hier. Quatsch, für hier. Ne, weil die haben ja auch die gleiche Breite von 9,5. Das heißt, ich kann ein Stück zumindest hier verwenden. Ja, okay. Also das wird mein Deckel. Und jetzt müsst ihr euch immer überlegen, die Verpackung wird ja so zusammengeklebt. Das hier wird mein Boden. Und das ist der Deckel. Den Deckel haben wir jetzt schon. Wir brauchen jetzt also hier diese 4 Seiten. Das heißt also, wenn das hier mein Deckel ist, dann ist das mein Boden. Das heißt also, diese Seitenteile werden ja so hochgeknickt. Das heißt also, wir müssen einmal so rum, einmal so rum, einmal so rum und einmal so rum das Motiv haben. Ne? Ihr wisst, wie ich meine, gell? Weil das ja nachher so zusammengesetzt wird. Das heißt, wenn ich jetzt also hier, das nehme ich mir jetzt zum Beispiel für die Vorderseite, da schneide ich mir jetzt hier 9,5, habe ich hier überall an den Seiten, also für das und das brauche ich 2 Stück in 9,5, weil ich habe ja hier die gleiche Breite. Also brauche ich das und das 9,5 in der Länge. Und in der Breite haben wir hier 4,5, also hier einmal 4,5 und hier. Und das schneiden wir uns jetzt zu. Hier habe ich schon 9,5 und jetzt schneide ich mir hier ein Stückchen in 4,5 zurecht und das kommt dann, sag ich mal, hier vorne hin, ne, wo dieser Klickverschluss ist. So, jetzt brauche ich noch ein zweites Teil. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier wieder 9,5 cm ab. Ich habe das noch von der anderen Schachtel übrig. Ne, ich brauche hier wieder eine Länge von 9,5 und dann eine Höhe von 4,5 cm.
Also ihr braucht zwei Stück in 9,5 mal 4,5. Das heißt, es kommt dann hier hin. Ja? Genau. Und jetzt brauche ich hier noch die zwei Seitenteile und die haben ein Maß von 7 mal 4,5. Das heißt also, ich kann mir jetzt hier direkt 7 cm abschneiden. Habe ich noch ein Stückchen? 7 cm und dann brauche ich 2 mal 4,5 cm. 4,5 und noch einmal 4,5. So, und das ist jetzt mein Verschnitt, den ich dann halt einfach in Kauf nehmen muss. Aber ich habe das ja auch verwendet, nämlich hier vorne auf meinem Etikett. Das heißt, hebt euch die Schnipsel auf, die brauchen wir dann gleich fürs Etikett. Im Endeffekt habe ich eigentlich keinen Verschnitt, wenn ich es so will. Ja, so. Und zwar kommen jetzt diese beiden Seitenteile so hin. Ihr müsst auf jeden Fall beachten, ne, das ist der Boden und ich klappe das ja so hoch. Das heißt, bevor ihr es aufklebt, so mache ich das immer, klappe ich mir das hin und gucke, ah, ich muss es so rum aufkleben. Ne? Okay, aber ich beginne jetzt erstmal mit dem Deckel, weil als erstes mein Deckel kommt ja so hin. Also klebe ich mein Deckelmotiv einmal so auf. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit den Designerpapieren. Also immer gucken, wie wird die Schachtel zusammengesetzt, wie rum muss ich mein DSP aufkleben. Das ist immer ganz wichtig. So, Papier aufkleben. Ich habe die Papiere so ausgemessen, dass sie mittig eingeklebt werden und ihr ringsrum immer noch so 1,5 mm Rand habt. Ich finde es immer schöner, wenn man noch so ein bisschen Rand von der Verpackung sieht. So, das ist unser Deckel. Jetzt kommen wir hier eben zu dieser Vorderseite. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was kommt hier vorne hin. Da wollte ich gern dieses Motiv, halt falsch, das war das Falsche, dieses hier. Und dann müsst ihr auch gucken, dass es richtig rum aufgeklebt wird. Also klebe ich das so rum auf. Also da könnt ihr euch immer wieder, ihr könnt euch natürlich auch, wenn ihr euch damit leichter tut, zuerst die Verpackung zusammenkleben und dann die Designerpapiere aufkleben. Nur finde ich immer, lassen sich die Designerpapiere dann viel schwerer aufkleben, weil ich ja nicht dagegen drücken kann. Ne? So, weiter geht's jetzt mit diesem Rückenteil hier. Da möchte ich ja dieses hinhaben. Also kommt das so rum. So, klappe ich mir das jetzt so auf. Und klebe mir das jetzt hier hin. Ich verteile das dann immer oder drücke es mit meinem Falzbein nochmal fest, sodass sich der Kleber so richtig schön bis in alle Ecken verteilt. So, und jetzt ist es ja eigentlich ganz klar, ne, die Seitenteile, die kommen dann so hin. Also ne, muss ja dann quasi so rum aufgeklebt werden, ne, dass ich es immer in der richtigen Richtung habe. Also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass ich mir eher die Papiere aufklebe, wenn die Verpackung noch nicht zusammengeklebt ist. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Das kann man natürlich auch anders machen. Erst die Verpackung zusammenkleben und dann die Papiere drauf. So, fertig. Jetzt können wir ans Zusammenkleben kommen. Wir haben hier unten diese vier Klebelaschen und die werden hier so eingeklebt. Damit beginnen wir. Das heißt, ich nehme mir die erste Klebelasche, welche ist eigentlich völlig egal. Mache mir hier Flüssigkleber drauf. Und jetzt klebe ich das hier Kante an Kante. Ihr kennt das schon. Macht das bitte ordentlich, also dass ihr wirklich hier genau Kante an Kante arbeitet, dass die Verpackung hier schön rechteckig wird. Wenn das sitzt, könnt ihr von innen mit dem Falzbein dagegen drücken, dass die Klebelasche überall festklebt. Und dann macht ihr einfach weiter. Klebelasche für Klebelasche. Alle vier Seiten. Immer schön auf die Kanten achten, dass hier alles schön im rechten Winkel ist. Wenn das passt, von innen festdrücken. So arbeitet ihr euch jetzt reihum.
So. Einmal und dann hier drüben die letzte. Ich nehme hier ganz gerne Flüssigkleber, weil ich da noch ein bisschen ruckeln kann. Wobei natürlich Abreißklebeband für eine Verpackung mit viel Gewicht schon die bessere Wahl ist. Aber ich weiß bei unserem Flüssigkleber Tombow, dass der hält wie Bombe. Also von daher kann ich hier auch Verpackungen so machen. Oh, hier habe ich eine Delle reingemacht in meinen Deckel. Das ist nicht schön. So, jetzt haben wir schon die untere Verpackung fertig. Jetzt kommt nur noch der Deckel. Und der, seht ihr schon, kommt so drauf. Ihr könntet das jetzt so machen, dass ihr die Verpackung schließt, hier auf die Klebelaschen Kleber drauf und das zuklebt. Aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nichts festklebt. Ich mache es lieber so. Ich habe das ja jetzt, wie gesagt, 2 mm größer gemacht. Da dürfte das gar kein Problem sein. Das heißt, ich mache das lieber im geöffneten Zustand. Ich mache jetzt hier Flüssigkleber drauf auf meine Klebelaschen. Also der Deckel ist ja nicht zu stramm gewählt, ne? So, und jetzt auch hier wieder, ups, ne? Vorführeffekt, schön Kante an Kante. Und auch hier, dass das eine schöne, bündige Verpackung hier wird und dann eben auch von innen nochmal mit dem Falzbein drüber. Lasst es schön trocknen erstmal. So, ich lasse das jetzt erstmal kurz anziehen, damit ich auch die Sicherheit habe. Hier habe ich mir leider meinen Deckel verdallt. Bin ich mit irgendwas dran gekommen. Und natürlich auch noch Klebemittelreste. Meine Güte, wer hätte es gedacht? Wäre ja heute mal die erste Verpackung seit langem gewesen, wo ich nichts mit Klebemittelresten hätte. Im Moment ist das echt schlimm. Ich weiß nicht warum. Im Moment habe ich irgendwie immer zu viel Kleber. Da muss ich nachher nochmal ran. So, wenn das jetzt richtig trocken ist, dann klappt das hier wunderbar. Hört ihr das? Jetzt hört ihr nämlich auch den Klick. Vorführeffekt. Und jetzt seht ihr auch hier, ja, der Deckel sitzt wesentlich besser und ich habe hier nicht dieses Eingebeulte. Wunderbar, ich bin begeistert von meinem Deckel. Sehr schön. Und er hält. Ne? So. Prima. Jetzt kommen wir zum Verzieren. Da seht ihr, ich habe das hier mit dem Kreis gemacht. Und zwar ist das die Kreisstanze 2 Inch. Das heißt, das sind 5,1 cm Durchmesser. Da stanzt ihr euch ein Stückchen Grundweiß aus. Natürlich habe ich auch das wieder vergessen. Ich bin heute schlecht vorbereitet. Da gehe ich immer gerne in meine Restekiste. Also ich habe hier so Restetüten, ne, wo ich die ganzen Farbkartonreste, das habe ich für jede Farbe. Und dann findet sich da immer was. So, jetzt habe ich meinen Kreis. Dann braucht ihr ein Schleifenband. Ich habe dazu aus der Serie das passende Band genommen, und zwar das Geschenkband mit Fischgrätenstruktur in Weiß. Das heißt, ich mache mir jetzt hier so eine Schlaufe, so dass der Kreis hier schön drauf passt, dass da noch ein paar Streifen da rausschauen. Also so ungefähr. Schneide mir das jetzt hier schräg ab. So. Und dann mache ich mir diese Schlaufe. Wie viel sind das jetzt? Zentimeter, dass ihr es ungefähr wisst. Ich habe das hier abgeschrägt, also so 17, 18 cm. Und die Schräge geht ja hier in die gleiche Richtung. Und dann mache ich mir hier auf die Schleife einfach ein bisschen Kleberoller und fixiere mir das hier so. So, dann ist es nämlich hier schon mal fest. Und dann kommt der Kreis nämlich nachher hier drauf. Nee, das habe ich jetzt irgendwie nicht schön gemacht. Ich wollte es eigentlich andersrum. So. So rum gefällt es mir besser, ne? Dass die Schrägen so nach unten weggehen. Dann kommt der Kreis hier drauf, aber vorher bestempel ich den erst. Und zwar gibt es hier in dem Stempelset diese schöne Kante, diese schöne, wie sagt man denn, Bordürenstanze, die habe ich mir schon mal auf dem Acrylblock drauf und stempel jetzt hier in Fräschenlila, weil das hier im Papier mit vorkommt. Und zwar ganz unten hin diese Kante.
So. Und weil ich gerade beim Stempeln bin, nehme ich mir jetzt noch den Spruch aus dem Stempelset. Besten Dank. Das ist also eine Dankeschön-Verpackung. Und ihr erinnert euch an den Streifen von vorhin, den wir abgeschnitten haben. Dann habe ich mir ein bisschen gekürzt und stempel mir jetzt hier das Besten Dank auch in Fräschenlila. Und das könnt ihr ganz an die Kante machen, weil das wird nur ein kleines Etikett. Das schneiden wir uns dann noch zurecht. So, jetzt haben wir das. Jetzt kommt mein Kreis auf das Schleifenband. Nehme ich auch wieder ein bisschen Kleberoller. Klebe mir das jetzt hier so drauf. Und jetzt erinnert ihr euch an die Streifen, die wir hier übrig haben. Ne? Und zwar nehme ich mir jetzt einfach zwei Streifen, die mir gut gefallen. Ja, ich glaube, mache ich so oder so? Ich mache es so rum. Genau. Den schneide ich mir jetzt einmal in der Mitte durch und kürze mir den auch noch ein bisschen. Also erst mache ich mir den einmal in der Mitte, weil das soll ja nun schmaler werden. So. Und dann drehe ich mir einen so rum. Kürze mir den hier so ein, dass der hier so drauf passt. Und den anderen auch so. Und die klebe ich mir jetzt hier einfach so versetzt da drauf. Das Ganze kann ich wieder mit meinem Kleberoller machen. Ihr könnt aber natürlich da auch Flüssigkleber nehmen. So. Genial. Und dann kommt hier, ach, ich habe was vergessen. Eieieiei. Schnell wieder ab. Der Zweig fehlt noch. Den habe ich mir schon ausgestanzt. Und zwar aus den Stanzformen passend, dieser Zweig, in Lagunenblau. Das haben wir hier ganz viel im Papier. Und den schneide ich mir oder klebe ich mir jetzt hier so drauf und schneide aber hier unten diesen Pömsel ab. Den brauchen wir nicht. Den Stiel bin ich auf den Namen gekommen. Und dann klebe ich mir jetzt hier das mit ein bisschen Flüssigkleber auf meinen Kreis. Nur im unteren Bereich, da wo er aufliegt, der Zweig. Mach den hier so leicht schräg. Und der kann auch ruhig oben überstehen. Und jetzt kommen erst meine beiden Streifen da drauf. Eieieiei. Wieder alles falsch gemacht. Ist aber nicht so schlimm, gell? So. Und jetzt schneide ich mir hier noch meinen Spruch zurecht. Den schneide ich hier wirklich nur ganz knapp vor und hinter dem Anfang und dem Ende vom Spruch ab. Dann nehme ich mir zwei Dimensionals und klebe mir das jetzt hier noch auf die Streifen. Oder ich mache es mal so jetzt. Ja, das ist auch nicht schlecht, oder? Ja, so. So, da müsst ihr immer so ein bisschen gucken. Und dann kann ich das Ganze auch auf meine Verpackung kleben. Dazu nehme ich mir hier nochmal Dimensionals. Und ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, dass ihr die Reste hier nicht wegschmeißen müsst am Rand, weil die kleben nämlich ganz genauso. Das sind im Endeffekt Dimensionals, nur eben in einer anderen Form. Aber die könnt ihr den Rand genauso verwenden. Also das ist das Gleiche. Nicht wegschmeißen, um Gottes Willen. Kostet alles viel Geld, also nutzen wir das bis zum letzten Millimeter. So. Und dann können wir das Ganze auf die Verpackung kleben. Und zwar habe ich mir das hier so auf die rechte Seite gesetzt. Und dann wird das Ganze noch verziert. Wir haben in der Produktreihe diese schönen Pailletten. Und dann nehme ich mir die hier in Pfauengrün. So, das passt ja hier alles wunderbar dazu. Das kommt ja alles schön in dem Papier vor. Deswegen machen wir das. So, ich wurde kurz unterbrochen. Entschuldigt bitte. Also, wir nehmen diese schönen Pailletten. Die passen hier wunderbar dazu. Und verzieren hier einfach die Verpackung noch ein bisschen. Und fertig ist unsere Verpackung mit Klickverschluss. Jawohl. So sieht sie aus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es gefällt euch meine Idee und ich hoffe, ihr
ja, kommt gut zurecht. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Alle Kontaktdaten findet ihr hier unter diesem Video. Alle Produkte findet ihr auch da. Und wenn ihr einfach jetzt weiter basteln möchtet, dann schaut hier oben, ich verlinke euch da ein weiteres Video und wir können einfach gemeinsam weiter basteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder einen lieben Kommentar von euch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, eure Birgit. Tschüss.